Ich bin Dialysepatientin seit 3 Jahren und 8 Monaten. Bin Dialysepatientin geworden durch einen Diabetes Typ 1, den ich schon seit 33 Jahren habe. Der erste Tag bei der Dialyse war für mich sehr aufregend. Das war ein Dienstag, so einen Tag vergisst man auch nicht. Das war ein 23. März. Die Dialysetherapie führt in der Regel zu einer deutlichen Besserung des Allgemeinbefindens. Das kann jedoch dauern. Häufig ist es nicht so, dass nach der ersten Behandlung eine deutliche Zustandsänderung wahrgenommen wird. Jedoch stellt sich diese Verbesserung des Allgemeinbefindens über Wochen ein und die meisten Patienten berichten von einer deutlich gesteigerten Leistungsfähigkeit, verbessertem Appetit und auch besserem Allgemeinbefinden. Ja, also wenn man bei Ihnen schaut, die Blutdruckwerte sind immer gut. Der Flüssigkeitsentzug mit 500 Milliliter pro Behandlung, das ist mehr als gut. Ja. Und die ganzen anderen Einstellungen sind eben auch bei Ihnen so wählbar, dass die Behandlung gut toleriert wird. Ja, die Temperatur mit 37 Grad ist schön, da wird es einem Ich nicht muss kalt. natürlich auch selber mithelfen, damit die Dialyse gut funktioniert und auch eben für mich passt. Das heißt, immer im Gespräch bleiben mit dem Arzt und mit der Pflege, regelmäßig Medikamente einnehmen, darauf aufpassen, was ich esse, was ich trinke, weil dementsprechend findet natürlich die Dialyse statt. Ja, aber Herr Schröbler, ich wollte mit Ihnen ganz kurz nochmal sprechen über Ihren Gefäßzugang. Ja. Das war ja nicht immer so eine ganz einfache Geschichte. Ja. Wie ging es denn überhaupt los am Anfang der Dialyse? Da hatten Sie wahrscheinlich einen Katheter, oder? Ja. Die Hämodialyse kann über einen zentralen Venenkatheter, der typischerweise über eine große Halsvene angelegt wird, durchgeführt werden. Diese Katheter sind schnell und komplikationsarm anzulegen und können unmittelbar für die Dialyse verwendet werden. Allerdings bergen die Dialysekatheter ein erhöhtes Infektionsrisiko, sodass als Dauerlösung immer ein Gefäßzugang am Arm, den man Shunt nennt, angestrebt wird. Typischerweise wird die Hämodialyse dreimal pro Woche durchgeführt. Eine Sitzungszeit von 4 Stunden ist die Minimalanforderung, um eine gute Dialysequalität über die Zeit zu erreichen. Es gilt der Leitsatz, Dialysezeit ist Lebenszeit. Hier besteht oft ein Gegensatz zwischen der Vorstellung des Patienten, der die Dialysezeit gelegentlich als geraubte oder verlorene Zeit empfindet, und der Einschätzung des Arztes, der weiß, dass längere Dialysezeit zu verbessertem Überleben und auch zu einer verbesserten und einfacheren Einstellung aller mit der Dialyse verbundenen Parameter führt. Es klappt hervorragend. Nicht? Die Dialyse bekommt mir gut, muss ich sagen. Auch die ganze Betreuung ist sehr gut, muss ich sagen. Aber natürlich, ich bin 83 Jahre. Nicht? In dem Alter hat man noch Baustellen. Ziemlich. Und das ist auch eine Herausforderung für die Klinik, nicht? Zucker oder Blutverdünnung oder offene Wunden, alles so Sachen. Nicht? Mit Eintritt der Nierenersatztherapie und der damit verbundenen chronischen Behandlung werden verschiedene Aspekte für Sie als Patient von Bedeutung sein. Darunter sind auch soziale, berufliche und rechtliche Aspekte von Belang. Es gibt eine Vielzahl von Ratgebern und Broschüren, die Sie unterstützen in diesen sozialmedizinischen Fragestellungen. Es gibt dazu unter anderem den Bundesverband Niere, über den Sie Hilfen in Anspruch nehmen können und über den Sie sich informieren können.